Dieser Gang. Als wir zuerst hier angekommen sind, bin ich diesen Gang vom Klassenzimmer zur Sporthalle gegangen. Ich sehe gerade nicht die Ähnlichkeit, aber... Fahrstuhl. Hallo Sonja. Bist du bekannt mit dem Placebo-Effekt und dem Nocebo-Effekt? Hä? Der Placebo-Effekt ist, wenn deine Gesundheit sich verbessert, nachdem du falsche Medizin genommen hast, die du glaubst, sie echt ist. Und der Nocebo-Effekt ist das exakte Gegenteil. Was bedeutet, solange das menschliche Gehirn, solange das menschliche Gehirn alle anderen Körperfunktionen kontrolliert, wenn das Gehirn glaubt, etwas ist echt, dann wird es echt werden. Warum bringst du das so plötzlich auf? Hä? Ich bin nicht sicher. Ich verstehe es nicht ganz. Was zum... Der Moment, in dem du entdeckst, dass die Wahrheit eine Lüge war. Sämtliche Hoffnung wird verschwinden. Puhu. Übrigens sind diese Hintergrunddinger hier alles, wenn ich es richtig sehe, Hexadezimalzahlen. Ein großes Objekt. Oh, guck mal, eine Codezeile. Monocores. Generating Monocores. File read in 4 seconds. Warning. The renderer. Is not registered. Renderer. Renderer will not. Error. No object matches name. Future system. .chr. Warning. The renderer. Das ist dasselbe. The currently acting tab is not a scene tab. This icon size change operation is no world key Bugamine 1F Classroom. B-Scene, aha, Mono. Command Port Security Warning. Name Command Port Default. Update Renderer UI. Create World. Island, okay. Okay. Es soll halt praktisch der Hintergrundcode sein, oder was der gerade im Spiel stattfindet. Wahrscheinlich. Okay, gucken wir uns mal das Objekt an. Ist das fliegend? Ja, Hajime. Das hatte ich bei dem Billardtisch vorhin noch nicht gestört. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass etwas so Großes herumfliegen könnte. Das hatte ich bei dem Billardtisch vorhin auch nicht gestört. Aber was in der, was ist in der Welt ist das?
In dem Moment, als ich das Objekt angeguckt habe, Techno-Musik. Oh, dich kenne ich doch, Chihiro. Ach, er möchte die Crap sprechen. Ist das, das ist doch bestimmt. Alter Ego. Ja, alter Ego. Ja, ich weiß nicht. Möchtest du Trap oder soll ich Trap? Mir egal. Die hatte ja so eine weibliche Stimme, ne? Ja, es geht. Willkommen. Willkommen zum Neo-World-Programm. Eine Person? Eine fliegende Person redet mit mir? Wer ist es? Nein. Ist dies sogar... Ist das überhaupt eine Person? Ich bin nicht so ganz eine Person. Ich bin einfach nur ein künstliches Intelligenzprogramm. Es würde mich glücklich machen, wenn du mich einfach nur Alter Egger nennst. Das ist der Name, den mir mein Meister gegeben hat, als er mich kreiert hat. Es kann reden. Aber was bist du? Alter Ego? Künstliche Intelligenz? Ich bin das Meisterprogramm hinter des Neo World Programms. Ich bin ich bin verantwortlich dafür für die Kreation und die Überwachung dieser Welt. Wie auch immer, nur der Überwacher hat die Autorität, euch direkt zu beeinflussen. Ich kann nicht wirklich viel Einfluss machen. Tatsächlich, meine Existenz ist eine, die du normalerweise nicht treffen würdest. Ich bin eine Art Apartment Manager oder sowas. Ich überwache im Grunde das komplette Gebäude, aber ich habe keine Macht darüber, einzelne Räume zu kontrollieren. Aber der Virus hat alles infiziert, was ich überwachen sollte. Und aufgrund dessen ist die Welt, die ich überwachen soll, ziemlich peculiar. Ich würde sagen seltsam. Verhält sich die Welt ziemlich seltsam, ja. Einen Moment mal. Mein Gehirn kann dem da jetzt gerade nicht folgen, was du da sagst. Lass mich erstmal meine Gedanken sammeln. Verdammt. Es ist dieses Gefühl von vorher erneut. Dieses fliegende. Als ob meine Füße über dem Boden gleiten würden. Es ist, als könnte ich meine Füße nicht auf dem Boden fühlen. Als könnte ich nicht mal meine eigene Existenz, engen Existenz glauben. Hey, du solltest es doch wissen, richtig? Wo ist dieser Ort? Sag mir, was ist das Neo World Programm? Das Neo World Programm wurde... Es ist im Omitted Data Collection. Es omitted the data collection. Ich guck gerade schon nach. Ja. Also omitted. Mhm. Ausgelassen. Hat die Datensammlung ausgelassen, die die komplette Welt formt. Als solche sind einzig die Daten, die wir gesammelt haben während der Experimente. Experimentellen Phase genutzt wurden.
Spezifisch gesehen ist, bedeutet das, die Daten, die die detaillierten Daten von Jabberwock Island, wo diese Forschungseinrichtung ist, abläuft. Ja, wo diese Forschungseinrichtung liegt. Das ist der Grund, warum die vorherige Jabberwock Island Wolkenkratzer wurden wiederhergestellt. Oder so. Keine Ahnung. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, wo dieser Ort ist, die Antwort würde wohl sein, hauptsächlich auf Jabberwock Island. Einzelne Teile sind anders aufgrund der Umstände. Zum Beispiel diese Schule, in der du bist. Scheint, dieser Ort ist komplett unter dem Einfluss des Virus. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich vor dir auftauche. Wie auch immer. Ich find's halt interessant, dass Alter Ego tatsächlich deutsch ist vom Namen. Wie bitte? Ich find's interessant, dass Alter Ego tatsächlich deutsch ist vom Namen. Ja. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre das eine Grundsätzlichkeit. Da das ganze Spiel ja auf Englisch ist. Und die Erschöpfung höchstwahrscheinlich aus Japan kommen. Ja. Gibt's dafür überhaupt eine englische Bezeichnung? Also zumindest Alter könnte man mit Old übersetzen. Na, das heißt ja Alternative. Ja, dann könnte ja theoretisch so heißen, aber so spezifisch ein deutscher Name gewählt worden. Ich dachte halt ursprünglich, dass es bei dem Anime, beim Anime einfach nur eine Übersetzung ist, weißt du? Alter ist halt wirklich nur die Abkürzung für Alternative. Also alternatives Ego. Und Ego ist Fachbegriff für selbst, also alternatives Ich quasi. Das ist schon kein deutscher Name. Okay. Wie auch immer, selbst ohne den Virus wären die Umstände ein bisschen unnormal. Es scheint so, als wäre der Staat übereilt gewesen und aufgrund dessen war nicht genug Zeit, um genug Daten zu sammeln. Tut mir leid. Ich kenne nicht wirklich die Umstände aus der Außenwelt. Nach allem bin ich einfach nur ein Überwacher des Neo-Weltprogramms. Die meisten dieser Worte. Ich verstehe, was sie meinen, aber ich konnte nicht verstehen, was wirklich gesagt wurde. War für mich unmöglich, das als Wahrheit zu akzeptieren. Es würde viel mehr Sinn machen, wenn das eine fiktionale Welt wäre. Warte, wenn du sagst, würdest du sagen, diese Welt ist eine fiktionale Welt? Ich fühle mich, als kann ich nicht glauben, was hier vor sich geht. Diese fehlende Sinn für Realität, all die Mysterien, all die Wahrheiten. Das sind alles nur Fiktionen, ist das. Selbst wenn, ich weiß es nicht. Wenn ich es nicht weiß, muss ich es wissen. Ich muss wissen, was diese Welt ist. Hey, kannst du es mir sagen? Was war das Neo-World-Programm, das du zuerst, für das du genutzt werden solltest? Das Neo-World-Programm dient nur einem einzigen Zweck. Es ist soll genutzt werden, um die echte Welt zu einer guten werden zu lassen. Ich schätze, du kannst sagen, es ist ein Programm, um Hoffnung zu kreieren.
Ein Programm, um Hoffnung zu kreieren. Aber der Fakt, dass wir hier sind und der Fakt, dass wir unsere Erinnerungen nicht haben, das ist alles die Schuld des Programms, richtig? Erinnerungen löschen ist der erste Schritt, um Erinnerungen zu überschreiben. Datenerinnerungen ersetzen ist eine der Eigenschaften des Naja-Weltprogramms. Mit der installierten Erinnerungskontrolleinheit ist es möglich, jede Zeitperiode zu ersetzen, die du einstellst. Und von dort an lädst du Erinnerungen hoch, die Wörter der Welt betreffen. Erinnerungen entfernen von einer bestimmten Zeitperiode, die du eingestellt hast. Also hatte Monokuma recht. Wir haben unsere Schulerinnerungen verloren. Aber warum? Warum uns? Warum wurden unsere Schulerinnerungen weggenommen? Es muss doch einen Grund dafür geben, richtig? Das ist ein Mysterium für mich. Das Programm zu starten von den Überlebenden der Hope's Peak Academy, weil während es immer noch in der experimentierenden Phase ist, ich bin sicher, es gab dafür einen guten Grund. Aber unglücklicherweise weiß ich nicht, was in der Außenwelt passiert. Es tut mir leid. Würdest du sagen, wir sind Laborratten? Das ist die einzige Sache, an die ich denken kann. Es klingt, als wären wir einfach nur Laborratten. Die Future Foundation hat das uns angetan, aber die haben doch versucht, die Welt zu retten, richtig? Oder ist die Future Foundation doch nicht unser Verbündeter? Es tut mir leid. Ich kann nicht wirklich so viel Hilfestellung geben. Wenn ich doch nur zuverlässiger wäre. Dann hätte ich nicht meine Autorität verloren zu dem zu einem Virus wie diesem. All diese neuen Worte lassen meinen Kopf sich fühlen, als wenn er dabei wäre, auseinanderzuplatzen. Kannst du mir mehr über den Beobachter und diesen Virus sagen? Naja. Für diese Sitzung des Neo-Volt-Programms wurde programmiert, um 15 Menschen zu beherbergen, zusammen mit 2 Überwachern. Aha. Ich sag ja, Shiaki ist nur ein Programm gewesen. 2 Überwacher? Ja, sie wurden als Lehrer und einer der Studenten eingeschleust. Sie waren angeleitet, die Teilnehmer in diese Richtung zu lücken, zu leiten. Jedenfalls der Überwacher in der Lehrerrolle hat die Autorität und den Einfluss euch allen gegeben. Aber der Überwacher in der Schülerrolle hat das nicht. Sie hatten nicht irgendeine spezielle Autorität überhaupt, also damit sie genauso aussehen würden wie jeder andere auch. Und was für eine Art Autorität hatte der Lehrer, die Lehrerrolle? Als ein Beispiel, der Lehrer erschafft die Regeln dieser Welt und kann sie verändern.
Wenn der Lehrer sie vernünftig benutzt, dann dann the teacher is properly managing the rule. Also, wenn der Lehrer vernünftig die Regeln benutzt, die er kreiert hat, dann kann man, dann gibt es kein Risiko, sie zu missbrauchen. Aber weil der Virus alles infiziert hat, wurde das verändert. Es hat diese Welt verändert, wo Gewalt nicht existieren sollte. Das Neo-Welt-Programm sollte eigentlich endlosen Frieden versprechen. Aber genau wie die Außenwelt wurde es gefüllt mit Gewalt und Tod. Was ist dieser Virus? Ich kenne nicht wirklich die Hintergründe, die Einzelheiten hinter seiner wahren Identität, aber die Funktion ist außerhalb meiner Möglichkeiten. Egal wie sehr ich versuche, es aufzuhalten. Es verhält sich so, als würde es bereits wissen, was ich versuche zu tun. Am Ende hat es den Teil meiner Fähigkeiten gestohlen, welche meine Autorität beinhalteten, diese Welt zu bauen. Es war, als wäre es ein Großmeister im Schachspieler. Ich habe verzweifelt versucht, dagegen anzukämpfen, so dass es keine komplette Kontrolle übernehmen würde. Aber selbst dann, ein Teil dieser Welt wurde modifiziert, als zu seinem Vorteil. Sie redet wahrscheinlich, also ja, sie in Anführungszeichen, redet wahrscheinlich über Monokuma Rock und das Funhaus, aber er kann es ja nicht wissen, dass es keine sie ist. Basierend darauf, was sie sagt, klingt es, als wäre... Übrigens möchte ich dich an dieser Stelle rügen. Dafür, dass du mir gesagt hast, es gibt keine Traps in diesem Spiel. Ja, ich durfte doch nicht vorweg. Ja, ist ja richtig. Ist ja richtig, aber ich meine bloß, ne? Du hast irgendwie gesagt, ja, es gibt keine Traps im Spiel. Du hast gefragt, ob in unserem Cast Traps sind. Nee, jedenfalls. Also basierend auf dem, was sie sagt, klingt es so, als. Es ist hier an dem erhaltenen Ende einer einseitigen Attacke. Aber Alter Ego sollte eine beeindruckende künstliche Intelligenz sein, die von der Future Foundation kreiert wurde. Ich kann das schon sagen, allein dafür, dass ich mit ihr reden kann. Was bedeutet, dass dieser Virus so intelligent ist, dass er sogar Alter Ego übertrifft. Wenn dem so ist, bedeutet das, dass der Virus eine künstliche Intelligenz ist, genau wie sie. Verdammt, was zur Hölle. Eine künstliche Intelligenz kämpft gegen eine andere. Das ist so verfickt irritierend. Aber wie infiziert der Virus das Neo-World-Programm? Das Neo-World-Programm existiert in Isolierung. Es ist unmöglich, dass es durchs Netzwerk infiziert wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand Physisches es hochgeladen haben muss. Physisch? Wahrscheinlich jemand im Geheimen hat im Geheimen einen einen äußeren Datenspeicher mit dem Virus in die
Fabrik gebracht, in die eine Richtung gebracht und ist direkt in den Hauptcomputer geladen, wo das Neo World Programm installiert wurde. Basierend auf meinen Berechnungen, das ist das Wahrscheinlichste, was passiert ist. Es wurde zur Future Foundation Einrichtung gebracht. Aber die einzige Person, die diese Einrichtung betreten könnte, ist jemand, der ein Mitglied der Future Foundation war. Verdammt, was denke ich denn da? Warum nehme ich an, dass, was ich gerade gehört habe, die Wahrheit ist? Warum nehme ich an, dass alles, was eine Lüge ist? Observers, ach man, ich hab's geahnt, dass Shiaki nur ein Programm ist. Seit es mit den 15 Schülern aufgekommen ist. Und ich die Theorie mit der Artificial. Ja. Du siehst sie trotzdem im Anime. Ja. Und sie ist da auch ganz niedlich und. Mhm. Ah, aber. Es ist wahr, dass der Virus. Sehr stark ist. Und dass ich komplett übermannt wurde von ihm. Aber ist mir immer noch möglich, die essentiellen Areale zu beschützen. Also hat das auch seine Begrenzung. Eine Begrenzung? Wenn es ein Beobachter übernommen hätte, dann hätte es die. Dann hätte es die den Regeln der der Beobachter zu folgen. Wie zum Beispiel, um das Programm zu beenden, müsste er jeden freilassen. Ich muss Ich muss der richtigen Prozedur folgen und. Hey, selbst wenn du ein Deus Ex Machina bist, dann lass jetzt auch schon genug Hinweise von dir. Wenn du noch irgendetwas mehr sagst. Angenommen, du existierst zwischen Leben und Tod. Dann ist der Tod deiner selbst unvermeidbar. Wenn dem so ist, dann könnte es ja parallel zu einer Defluxion basierend auf der Definition der Existenz der Zustandes der Beziehung sein. Von da an würde das Paradigm, das Rätsel, die Ergebnisse verändern. Indem es sie schnell abschneidet und eine Situation schafft, verschaffst du wo deine eigene Existenz unbeobachtet ist und beschleunigt, um einen gemeinsamen Besitz dieser Welt zu ergreifen und die Situation vom Kontext ein nur einlädt. Zum Tod.